Ja, willkommen zurück bei Fallout 4. Da sehen wir die stählerne Bruderschaft fliegen. Die haben letzte Nachricht noch für uns hinterlassen. Ja, und jetzt gucken wir mal in unsere Auftragsliste. Uah. Ich wollte eigentlich hier drüben die Kiste nochmal untersuchen. Naja. Wie auch immer. Kommen da nicht ganz so. Vielleicht wenn ich hier drauf springe und dann, weil das ist ja ein bisschen höher. Nee. Doch. Also gucken wir mal in die Kiste hier rein. Eine Golduhr und ein bisschen Schrotz. Na gut, nehmen wir mal wieder ein bisschen Stuff mit. Wo ist eigentlich Dogmeat geblieben? Nun ja, also gucken wir mal in unsere stählerne Schatten meldet sich bei Paladin Dance. Und Wiedersehen macht Freude, sprich mit Piper über deine Erkenntnisse. Also ich habe jetzt Erkenntnisse gewonnen. Ja, da muss ich mit ihr sprechen. Dann habe ich vielleicht den Auftrag erledigt und krieg wieder ein paar Erfahrungspunkte. Für Semper Invicta kann ich auch mit Lieutenant Dance im Polizeirevier Cambridge sprechen. Da kann ich mich nämlich denen anschließen, ohne dass vielleicht die Mitmen das mitkriegen, die mir auch noch x andere Aufträge gegeben haben. Also ich habe jetzt eine ganz schön volle Auftragslage. Aber zuerst sprechen wir mal mit Piper in Diamond City. Also gehen wir an die Karte. Ah, hier sind wir jetzt. Sind wir ja ganz schön gelaufen, habe ich gar nicht mitgekriegt. So, und da wären wir wieder. Haben wir eigentlich einen Begleiter? Ja, und Nick Valentine haben wir jetzt. Frage ich mich bloß, an welchem Ort sich jetzt Dogmeat verkrümelt hat. Ah, und da sind wir auch schon. Lest die Public, dann wisst ihr Bescheid. Ja, hab's schon gelesen. So. Sieh einer an. Nikki Valentine kommt zur Abwechslung mal zu mir ins Büro. Was soll ich sagen, Piper? Du, ich und mächtig Ärger gehören wohl zusammen wie saurer Regen und eine rostige Regenrinne. Schließt das, deine Begleitung hier mit ein? Ihr zwei wollt mich also bei eurem Fall mit an Bord holen. Worum geht's denn eigentlich? Wo soll ich anfangen? Als ich rausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt. Und wie man reinkommt. Genau. Aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Was ist mit ihm? Er musste einen Weg rein und raus kennen. Aber, tja, wir wissen beide, dass dieser Ansatz nun nicht mehr funktioniert. Weil er in der Hölle schmort, wo er hingehört. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Er hätte nichts ausgespuckt, auch wenn wir ihn lebend geschnappt hätten. Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari. Die Meisterin der Erinnerungen.
Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, nicht. Das ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Also, ich glaube, ich habe da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Muss ich sonst noch was über die Höhle der Erinnerung wissen? Sie liegt in Good Neighbor, ein kurzes Stück nordöstlich von hier. Sie heißt nicht umsonst so. Der Name ist Programm. Viele geben ihr letztes Hemd, nur um die schönen Momente ihres Lebens nochmal erleben zu können. Wieder und wieder. Aber nicht wir. Wir werden versuchen, tief in den Geist eines anderen einzutauchen. Wir können uns dort treffen oder zusammen dorthin gehen. Ach komm, dann nehmen wir Nick. Lass uns zusammenreisen, Nick. Gut, dann los. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Ach übrigens, du schuldest mir irgendwann ein Interview. Ich will wissen, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Okay. Setzen wir uns erstmal hin, okay. So. Gibt's hier noch irgendwas außer Schrott? Druckerpresse. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn die jemand schon gelesen. Bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Warum ich eigentlich nicht schlafen legen? Weil ich schon voll aufgeladen bin. Verzeihung. Brauchen wir alles nicht. Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. Ja, ich gehe ja schon. Auch gute Leute machen verrückte Sachen, wenn sie Angst haben. Sollte das Motto von Diamond City sein. Okay, also. Begeben wir uns mal dorthin. Gucken mal, was wir rauskriegen. Okay. Schauen wir uns mal auf der Karte um, wo das ist. Hier drüben. Good Neighbor. Aha. Da gehen wir dann mal zur Park Street Station und von dort aus laufen wir dahin. So. 60 Meter, na gut. Das ist doch ein Wort. Nick, bist du da? Da ist er, okay. Viele meiner Fälle haben sich im Osten kommen totgelaufen. Ich würde ihr Schicksal nur ungern... Spielen wir jetzt verstecken? Wer ist hier? Ah, Ghouls. Wilder Ghoul Streuner. Aha. Ich treffe den nicht von hier. Okay, wo immer die herkam. Da drin sind noch mehr, aber ich guck mal, ob die was bei sich hat. Fusionszellen. Erkennungsmark. Okay. Spielkugel. Die sind hier irgendwo.
Hab ihn schon. So. Eine Zigarette, die nehmen wir nur bestimmt nicht mit. Muss ja nicht jeden Schutz einpacken. Gut, also weiter geht's. Nein, da ist schon wieder einer. So, ich hoffe, das war's. Der hat auch noch eine Zigarette. Der hat Kronkorken. Gut. So. Zumindest habe ich ein bisschen erwischt. Wow, ich steck fest, Hilfe. Ah, bin abgestürzt. Wenn man vom Teufel spricht. Der Mischling hat mich nicht gesehen. Putz erledigt. Danke, Nick. Kommst du mit hier runter? Ob ich da hochkomme, weiß ich nämlich nicht. Ich muss den Mischling erstmal versuchen. Das Stacheldraht. Muss man wohl doch außen rum gehen. Er nur wieder. Ja, der mysteriöse Fremde hilft. Aber das waren noch nicht alle. Sehr gut. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus aus diesem... Da ist eine Wand, eine Mauer. Davon kommen wir wieder hoch zumindest. Schleichen wir uns an. Warten wir mal auf Nick. Was zum Teufel war das? Endstation! Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch... Gut gemacht, Nick. Leichtbau, linkes Bein. Gut, schauen wir uns mal wieder in unserem Pip-Boy an. Linkes Bein hat 7. Und das Metall. 7 und 3. 8 und 4, also plus 1. Und nehmen wir das.
Ja gut. So, jetzt sind wir immer noch nicht am Ziel. Irgendwie über diesen Zaun da. Gehen wir mal vorne noch eins weiter, sehen. Ich komme ja da noch ein Stück, wer läuft dort? Supermutant, aber das ist übelst angeschlagen. Hat uns noch nicht... Ich mir hänge deine Eingeweide. Na bitte nicht. Da. Dort. Hirschleder-Outfit, aha. Jetzt sind wir bei guten Neighbor, also rein da. Da wir gute Nachbarn sind, stecken wir da Waffe ein. So, Nick. Na, sieh mal einer an, der Detektiv. Verfolgst du mal wieder einen Ehemann zu seiner Geliebten? Wieso? Hat dich jemand sitzen gelassen? Versuchst du es gerade mit, wie nennt man das noch? Ausweichenden Antworten? Und wer bist du, hä? Valentines neuer Handlanger? Was kümmert's dich? Man muss wissen, wer in Good Neighbor zu wem gehört. Ich hab dich noch nie gesehen. Vielleicht hättest du Interesse an einer kleinen Versicherung. Versicherung? Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Na klar. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Hey, immer mit der Ruhe. Nick Valentine kommt für einen seiner seltenen Besuche in die Stadt und du nervst seine Begleitung mit dieser Erpressungsnummer? Freut mich, dich wiederzusehen, Nick. Hancock? Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn? Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben? Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Oh, oh. Wieso musstest du sowas sagen, hm? Der war ja nicht nett. Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Aber nehmen wir gleich alles mit, was er eingesteckt hat. So, und ich frage mich jetzt... Passiert nicht jeden Tag, dass ich überfallen werde und dann einen Mord mit ansehen muss. Du hast bisher offensichtlich noch nicht viel erlebt. Aber das werden wir dir nicht übel nehmen. Good Neighbor ist aus dem Volk, für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Good Neighbor? So heißt der Ort hier? Ganz genau. Wir haben diese kleine Nachbarschaft mit Hilfe der Freaks und Sonderlinge geschaffen, die sonst nirgendwo willkommen sind. Du wirst schon sehen. Wenn du dich mit genug Leuten anfreundest, wirst du das Örtchen schon bald dein Zuhause nennen. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Bürgermeister Hancock? Echt schade. Willst du was wegballern? Sag mir einfach, was du brauchst. Was ist mit dir, Hancock? Was ist deine Geschichte? Ach, mein Lieblingsthema. Ich bin vor wohl schon 10 Jahren in die Stadt gekommen. Damals hatte ich noch glatte Haut. Während ich dabei war, mich zu einer Säule der Gesellschaft zu machen, hatte ich diese... wilden Anfälle. Ich war noch jung, hab sämtliche Camps geschluckt, die ich finden konnte. Je exotischer, desto besser. Irgendwann habe ich dann diese Strahlungsmedizin gefunden. War einzigartig. Und es war nur noch eine Dosis übrig. Oh Mann, der Rausch war's echt wert. Ja, jetzt muss ich mit den Nebenwirkungen klarkommen, aber hey, was gibt es Schlechtes an Unsterblichkeit? Du bist unsterblich? Naja, nicht wirklich. Coole altern nur sehr, sehr langsam.
Hat vielleicht was mit der Strahlung zu tun. Wer weiß. Du bist echt ein ganz schöner Draufgänger, Hancock. Man hat nur ein Leben. Warum sollte man also nicht alles ausprobieren? Wie dem auch sei, gibt es sonst noch was? Ich melde mich später nochmal. Kannst jederzeit vorbeikommen. Okay. So, haben wir den jetzt schon hier ausgenommen? Ja. Hey, hast du was? Stimmt was nicht? Was meinst du? Das Commonwealth kann einen echt runterziehen, wenn man es zulässt. Dieser Ort macht Menschen zu Monstern. Okay. Sonst erstmal nichts weiter. In Ordnung. Ich wollte nicht mal in meine Auftragsliste gucken. Ich sollte doch auch irgendjemanden treffen. Ich sprich mit Jack Capo. Ja, okay. Der Weg zur Freiheit. Folge weiter dem Freedom Trail. Aha. Einzige Hinweis, den ich habe, folgt dem Weg der Freiheit. Dieser Touristenpfad beginnt in Boston Common. Das kann ich also auch weiter verfolgen. Piper sprechen. Zum Dance. Siedlern für die Freiheit. Da soll ich was einnehmen. Und hier soll ich einiges zu dem Jagdgewehr machen. Sprich mit den Bobroff-Brüdern und so weiter. Und das habe ich schon. Okay. Na gut. Gucken wir uns hier erstmal weiter um, was das alles für Leute sind. Gamma. Hey, was gibt's? Was für ein Tag, hä? Ja. Zeigen musst du mich erstmal. Wer auch immer diese stählerne Bruderschaft ist, diesen Schwachsinn von wegen, wir kommen in Frieden, kaufe ich denen nicht ab. Ach so. In Good Neighbor ist jeder willkommen. Sogar ich. Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser vom Good Neighbor fernhalten. Mehr sag ich nicht. Okay. Ich bin ja gar kein stählerner Bruder. Ein neues Gesicht in meinem Laden. Und du schreist bislang noch nicht. Sehr höflich von dir. Lass es mich wissen, wenn du was findest, das dich interessiert. Es ist schwer ohne Gwen. Aber es hast du da gerade was von Leuten gesagt, die dich anschreien? Ganz richtig. Einige der Fremden, die hierher kommen, haben doch nie vorher einen Ghoul gesehen. Ich glaube, die kommen einfach nicht mit meiner freundlichen Ausstrahlung klar. Also, brauchst du ein paar Vorräte? Wie ist es so, ein, naja, Ghoul zu sein? Naja, es ist besonders schlimm, wenn einen die Leute ständig danach fragen. Aber ich schätze, ich kann ihnen das nicht wirklich verdenken. Auf der anderen Seite sehe ich noch ziemlich gut dafür aus, dass ich 220 Jahre alt bin. Also... Wolltest du was kaufen? Moment, du bist 220 Jahre alt? Okay, okay, es sind eher 270 Jahre. Aber erzähl das nicht gleich jedem. Als Ghoul lebt man lange, da hört man irgendwann auf, die Geburtstage zu zählen. Kannst du dir vorstellen, was es bedeutet, so alt zu sein? Wie ist es denn? Es ist, als wäre man durch die Zeit gereist, manchmal zumindest. Zwischen mir und den 20-Jährigen, die hier rumlaufen, liegen mehrere Jahrhunderte. Nicht, dass du dir vorstellen könntest, wie das ist, oder? Besser, als du vielleicht denkst. Ach, jetzt machst du dich doch über mich lustig. Wenn du so alt wärst wie ich, dann hättest du noch die Zeit vor dem Krieg erlebt. Dann lass mal hören. Komm schon, wenn du so alt bist, dann erzähl mir, wie die Welt vor dem Krieg war. An was erinnerst du dich noch? Oh nein, du willst schummeln. Du zuerst. Ich hatte ein wunderschönes Haus. Einen weißen Lattenzaun und das grünste Gras, das du dir vorstellen kannst. Es war so friedlich. Ja. Das war's, oder? Tut mir leid, eine alte Dame, die weint, ist sicher das Letzte, was du sehen willst. Nun, du bist entweder der besterhaltene Ghoul, den ich je gesehen habe, oder der zweitbeste Betrüger in Good Neighbor. Das ist die Wahrheit. Wirklich. Weißt du was? Du solltest dir mal das Hotel Rexford ansehen, falls du das noch nicht gemacht hast.
Da hängt noch ein Vorkriegsghoul rum. Naja, kommen wir wieder zum Geschäft. Was darf's denn sein? Was für Zeug verkaufst du? Oh, ein bisschen von allem was. Von Bohnen aus der Dose bis hin zu Cans. Ich versuche jedes noch so komische Zeug zu ergattern, das die Karawanen in die Stadt bringen. Du wirst also ziemlich sicher was finden, das dir gefällt. Bereit, mal einen Blick drauf zu werfen? Tja, kann ja nicht schaden. Was du so hast. Hält alles, garantiert. Bis es nicht mehr hält. Zerstörer, linkes Bein. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Reduziert den durch Menschen verursachten Schaden um 15%. 2400. Das haben wir, so viel haben wir aber nicht. Ach, Wert 1080. Und das 2470. Also verkaufen wir noch ein bisschen was. Hier irgendwas, was wir nicht mehr brauchen, was wir doppelt haben oder sowas. Den Filzhut. Check. Die Metallrüstung, linkes Bein. So, jetzt hier ein bisschen Zeug verkaufen. Und zwar, was haben wir denn für Jet? So, ich brauche noch nicht. Medics. Mantids. Ah, so viel Geld hat sie nicht. Golduhr 30, weg damit. Munition brauchen wir, also wir kriegen 477, vielleicht können wir uns dann jetzt von ihr was Gescheites. Das für 400 und ich laufe ein bisschen schneller. Und das für 2400, nee, das kostet ja 1080. Wert pro Gewicht 400, aber der eigentliche Wert ist 1080. Na gut, kaufen wir das mal. Muss ich 600 noch dazu bezahlen und dann passt das. Okay. X ist annehmen. Die machen sie auch nicht mehr wie früher. So, da laufe ich schneller. Linkes Bein. Und da habe ich jetzt linkes Bein. So, das hatte mir Aktionspunkte 2 mehr gegeben. Nun ja, das verkaufen wir noch. Wenn du hier bist, um was zu verkaufen, dann erzähl mir bitte nicht, dass es ein altes Familienerbstück ist. Ich bin wahrscheinlich älter als das, was du mir da andrehen möchtest. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Du kannst zahlen oder Sachen eintauschen, wie du willst. Ja, ich habe hier das fürs linke Bein. Das ist aber ein Familienerbstück. Was, nur 3? Also 9 kriege ich dafür. Na gut. Besser als nichts. So, jetzt haben wir aber genug gekauft. Kann ich noch was kochen? Tatsächlich. So. Könnte man eigentlich ein paar mehr Erfahrungspunkte bekommen. So, noch Köderkeulen. Noch eine. So, sonst noch was? Ja, Geilbraten. Ah, von diesem bärenartigen Vieh. Oder Rippchen. Naja. Egal, das nächste Mal mache ich Rippchen, wenn ich das nochmal mache. So, und das war's.
Ich muss sonst irgendwas machen, ne? So. Gut, aber jetzt wieder zurück zu unserem Auftrag. Was denn los? Du redest doch gar nicht. Was gibt's? Ja, ja. Hey, und wenn wir fragen, was gibt's? Ein Wollanzug, was? Geil. Schön, wenn er das gleichzeitig sagt. Das ist eine Gammlerin und das ist auch nur ein Gammler. Hallo? Oh, was bist denn du? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer aha. Mir. Ich töte nur, wenn ich will. Okay. Wer... was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Oh, na klar, es sind nur diese ganzen Metallplatten. Du bist ein Roboter, oder? Ein sehr weiblicher Roboter. Bezeichnung? Aggressotron. Entwickelt, um verschiedene sicherheitsrelevante Aufgaben für den Menschen zu übernehmen. Abschließendes Urteil? Warum für Menschen arbeiten, wenn man für sich selbst arbeiten kann? Neue Bezeichnung? KLEO. Cleo. Gänzlich unabhängige Kleinunternehmerin. Roboterhaft genug für dich, du Schwätzer? Also was darf's sein? Du bist ein Aggressotron? So haben mich meine Erbauer genannt. Aber ich denke, ich bin eine Frau. Mir gehört ein Laden, in dem richtig große Knarren verkauft werden. Also was darf's sein? Mhm. Was hast du denn für Waffen? Wenn es töten kann, verkaufe ich es. Außer Selbstmordgedanken. Die lassen sich so schlecht abpacken. Also, kommen wir ins Geschäft. Zeig doch mal. Mal sehen, was du so hast. Jede Waffe wurde an jemandem getestet, der es verdient hatte. So, so. Das teuerste ist diese Schrottflinte mit Windungsbremse. Eine bessere Schrottflinte. Schrottflinten sind ja immer gut. Die macht 63. Meine Schrottflinte, was macht die? Die macht auch 63. Ist wahrscheinlich, die feuert 181. Da ist meine präziser, also die brauchen wir nicht. Naja, er hat eine Menge Ruß. Aber wir haben ja gerade was gekauft. Zum Entspannen? Fred Allen, Hotel Rexford. Er hat genau das Richtige. Der Railroad anschließen. Ja. Also, hören wir es uns mal an. Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden. Okay. Das klingt ja schon mal gut.
Also runter hier. Was für ein Tag, hä? Ja, so soll man eigentlich hin. Mann, ich hab schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen. Nachbarschaft. Wahnsinn. Ja. Netter Pip-Boy, Bruder. Pass gut auf den auf. Ja, das mach ich. Hier. Waldanzug, was? Seid alles ein Gammler. Oh, ich war schon ganz in der Nähe. Da muss ich rein, zum ja. Memory Den. Sieh an, Mr. Valentine. Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Ja, schon da. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Aha. Wo geht er jetzt hin? Nach unten? Okay. Zu Amari? Sie ist unten. Hey, Irma. Was ihr auch vorhabt, ich muss es nicht wissen. Pass nur auf, dass der große Metallsoftie sich nicht verletzt, okay? Okay, von mir aus. Habt ihr manchmal irgendwo eine Wackelpuppe rumstehen? Die würde ich gern wieder eine mitnehmen. Ich habe lange keine gehabt. Nach unten. Um mich ein bisschen aufzupeppen. Wow, hier ist ein Strahler drin. Dr. Amari? Ja, warte mal. Wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Dachte, ihr kennt euch. Du kannst doch Erinnerungen aus Gehirnen extrahieren, oder? Normalerweise dürfen unsere Kunden nur eigene Erinnerungen erleben. Um was geht es also? Wir müssen tief graben, aber das wird nicht einfach. Der Täter, Kellogg, ist schon mausetot. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Bitte. Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Wie viel von dem Gehirn brauchst du genau? Keine ermutigende Frage. Ich muss wohl mit dem zurechtkommen, was du finden kannst. Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Nick ist ein älteres Synth-Modell. Ist er kompatibel? Das frage ich mich auch. Wenn wir Glück haben, passt alles. Selbst wenn es funktioniert, würde Mr. Valentine ein enormes Risiko eingehen. Es geht darum, etwas an sein Gehirn anzuschließen. Keine Sorge, Amari. Legen wir los. Meinst du wirklich, das funktioniert, Nick? Keine Ahnung. Aber wir suchen nach einem verschwundenen Kind. Das ist das Risiko wert. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Schade. Wird Nick das überstehen? Ja, die Verbindungen scheinen stabil zu sein. Hoffentlich können wir das Implantat hinterher einfach abstöpseln. Das löst aber nicht unser Problem. Die Erinnerungsverschlüsselung ist zu stark für einen Geist. Aber was, wenn wir zwei benutzen? Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel
und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist fantastisch. Und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Was werde ich denn da drin sehen? Keine Ahnung. Doch da wir nur einen Teil des medialen Temporallappens und nicht das ganze Gehirn haben, wird es eher zusammenhangslos sein. Okay, legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Ja, das müssen wir wohl. Setz dich in den Memo-Sessel. Ist das der? Nee, das ist der hier. Eieiei. Will ich da wirklich rein? Please stand by. Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Mnemonische Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Nee. Jetzt geht's los. Hörst du mich? Ah, gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Tja, das mache ich jetzt. Laufen. Okay, da, ich laufe. Das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Ah, davon. Muss man da jetzt die Neuronenspur folgen, damit man nicht hier irgendwo in den Abgrund des Gehirns fallen. Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Ganz bestimmt. Mach das scheiß Radio leiser! Ich will schlafen! Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und okay. Sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Tja, die ganzen Comic-Hefte hier, die würden mir bestimmt die übelste Erfahrung einbringen. Aber ich bin ja nur in Erinnerung, ist nur virtuell. Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das ist ein Witz. Was bedeutet das, okay. Mama? Ach, nichts. Die Menschen hoffen immer auf bessere Zeiten. Aber am Ende wird es meistens nur schlimmer. Conny, die Leute reden gern und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. Mein Lehrer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie... Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Raiderbanden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Vielleicht war er früher kein solches Arschloch. Früher, wie vor dem großen Krieg. Okay. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schick dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Ich geh raus. Wo zur Hölle hast du meine Stiefel hingestellt? Gibt's noch was zu erkunden? Hör zu, Conny. Hier. Nimm, du bist jetzt alt genug. Aha. Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Dein Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Und was du im Radio hörst, nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Du warst schon immer mein guter Junge. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Das glaube ich auch. Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! Wo?
Versuch's mal mit der. Ah, okay. Ja, ja, auch nicht in die Unendlichkeit runterfallen. Aber keine Sorge, wir haben ja gespeichert. So, wer sind die? Oh, ein Baby. Es wird alles gut gehen. Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wirklich glauben? Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Philosophisch. Lass mal jetzt die kleine Mary an. Wie kommt jemand wie ich dazu, eine Tochter zu haben? Ich habe sie nicht verdient. Nicht eine Sekunde. Ich habe endlich eine feste Arbeit. Gut bezahlt ist sie auch. Es war das Schlimmste, das hier je passiert ist. Wenn sie mich nicht kennengelernt hätte, wäre sie im Hub geblieben. Vielleicht hätte sie jemanden getroffen, der sein Geld nicht damit verdient, andere umzubringen. Wahrscheinlich wäre sie glücklicher gewesen. Und sie hätte bestimmt länger gelebt. Der RMK gibt sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich unerfahren. Aber da komme ja ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe, dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche Ach, habe? Komm, du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig. Da muss ich nur dumm rumstehen und böse Dann gucken. Dann haben sie ja genau den Richtigen ausgesucht. Hör zu, es wird bestimmt schön hier. Hier, damit werde ich dich und Mary beschützen. Versprochen. Ich weiß, Conny. Wir werden hier bestimmt sehr glücklich werden. Ja, das werden wir. Du wirst sehen. Schon gut, ich nehme sie. Suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Hey, da kommen wir her. Also da unten. Was hättest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Nur, dass du es weißt. Sie sind krepiert wie Hunde. Und du hast sie allein gelassen. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Okay. Ganz schön viele Erinnerungen in so einem kleinen Stück. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. Es gab immer jemanden, den ein anderer tot sehen wollte. Manchmal ging es auch nur um eine Abreibung, aber... Meistens sollte das Opfer ins Gras beißen. Manche dachten, sie könnten mich aufs Kreuz legen. Aber eigentlich nur, wenn ich irgendwo zum ersten Mal auftauchte. Mir war das egal. Für mich gehörte das irgendwie dazu.
Ein kleines Extra für Lau. Ich hab mein Geld immer bekommen. So oder so. Also, du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Ich weiß von früher nicht mehr viel. Irgendwie vermischt sich alles. Aber es gab fast immer eine Bar. Überall dasselbe. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Für einen wie mich war immer was zu tun. Es kam nicht darauf an, worum es ging oder wen ich umnieten sollte. Ich wurde mit der Zeit richtig gut darin. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Ich achtete nicht darauf, wohin es mich verschlug. Meistens ging es ostwärts. Vielleicht wollte ich so weit weg von San Francisco wie möglich. Wen wollte den Tod sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. Ist ja schon richtige Detektivarbeit hier. Mr. Kellogg, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Sie arbeiten also für das Institut. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Die ersten Sins waren nicht allzu beeindruckend. Ich bin gut, aber so gut nun auch wieder nicht. Das Institut stellt jedoch einen nach dem anderen her und macht sich jedes Mal ein bisschen besser. Sie sind mir immer noch unheimlich, aber wer mit dem Institut arbeiten will, muss sich an sie gewöhnen. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Und dann kam ich ins Commonwealth. Ich hatte irgendwie alles gesehen und ich hatte mich mit allem abgefunden. Ich war nicht so dumm, mich noch einmal anderen Menschen anzuvertrauen. Für mich hieß es, ich gegen die Welt. Und die Welt hatte es verdient. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Es gab alle möglichen Gerüchte über das Institut. Aber mir war schnell klar, dass es oft einfach als Buhmann herhalten musste, wann immer etwas Schlimmes passierte. Es existierte, ja. Aber die Leute dort hatten keine Ahnung von der Arbeit an der Oberfläche. Sie verließen sich bei allem auf ihre Sins. Sie hatten die Mittel, die ich brauchte. Und ich hatte das Wissen, das sie brauchten. Wir hatten ein dauerhaftes Arrangement, was mir gut in den Kram passte. Wenn sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für sie arbeite, sind sie ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, sie haben ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748. Beeindruckend. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Langsam geht uns das Hirn aus. Ich dachte auch. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Das oder kam er daher? Weiß jetzt gerade nicht mehr. Mr. Kellogg, ich bin froh, dass Sie sich... Ich gehe mal hier lang. Wir haben schon sehen.
Nee, das ist neu. Aha. Manuelle Steuerung initiiert. Kälteschlaf beendet. Oi. Die Szene kennen wir. Die Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Kinder. Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Aber sie brauchten mich. Und ich sorgte dafür, dass ihnen das klar war. Das Ding einfach... Kapsel C6, den Gang lang, am Ende. Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren haben. Aber wir hatten unsere Befehle. Der alte Mann wollte wohl nicht so viele ungelöste Probleme. Zu dumm, dass er die eine Person am Leben ließ, die er hätte töten sollen. Ich war nun der Hauptverantwortliche im Commonwealth. Wenn sie etwas brauchten, dann kamen sie zu mir. Es kam nur selten vor, dass jemand vom Institut bei einer Mission dabei war. Darum war diese besonders. Ich wusste nicht, wen wir aus dem Vault holen sollten. Und sie auch nicht, versteht sich. Jedenfalls nicht richtig. Oh. Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, ihn am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einem verweichlichten Vault-Bewohner schon fertig werden, falls er aufgetaut würde. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald rausfinden werden, was ihnen blüht. Wenn er mich ausschalten konnte, werden sie sich nicht lange für ihn verkriechen können. Das hoffe ich doch. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Und ja, er hat mich an sie erinnert. Ich bin zwar ein kaltherziges Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Aber es war besser so herum. Besser, als ihr das Kind zu rauben und sie dann am Leben zu lassen. Das ist er. Da. Mach sie auf. Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. Moment. Komm her, Baby. Nein. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Schar nicht. Verdammt. Hol den Jungen da raus und dann verschwinden wir. Immerhin haben wir noch den Ersatz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Was dauert da so lange? Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen... Okay, alles in Ordnung. Ich, tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Bist du soweit? Ja, guck mal, wa? Das dein Sohn? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut, oder? Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück.
Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Mann, jetzt hat Piper es aber wirklich geschafft. Piper hat es wirklich geschafft. Ich meine, das heißt nicht, dass sie recht hat, aber... Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Der Bürgermeister, er wird diesmal ziemlich sauer sein. Kellogg. Die neuen Synths könnten problemlos als Menschen durchgehen. Und manchen ist das auch gelungen. Aber die Runner wurden so gebaut, dass sie nicht erkannt werden. Sie waren Tötungsmaschinen. Schnörkellos und einfach. Klüger, stärker und schneller als fast jeder Mensch. Zum Glück waren sie immer auf meiner Seite. Und gut. Oh. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wenn du immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich habe nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Virgil. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Wow, da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja, stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. X688, bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Oh, die können sich teleportieren. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Okay, ich gehe nochmal hier. Hier kann ich die Erinnerung verlassen. Ah, und jetzt kommt sie nochmal. Also verlassen muss sie. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Wo ist denn eigentlich Nick? Oh. Hopko-Fan. Ja. Erhält das Holoband-Spiel Kognakter Barbar. Das nehmen wir doch. So, Stimpaks. Nehmen wir mit. Radix und Red Away. Und dann nehmen wir auch das Wasser mal mit. Und hier drin. Patronen. So, also reden wir mal mit dir. Amari. Dann nochmal von vorn.
Wie fühlst du dich? Bin ich gesund? Siehst du etwas Schlechtes? Nein, aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wonach ich suche. Wie gesagt, das ist alles Neuland. Aber deine neurologischen und physiologischen Werte sind wieder ganz normal. Medizinisch gesehen bist du gesund. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Du warst doch auch dabei, oder? Du hast gesehen, was ich gesehen habe. Ja, aber wir müssen alles gemeinsam durchgehen, falls einer von uns etwas übersehen hat. Es gibt mehr als eine Person, die etwas über das Institut weiß. Virgil, der entflohene Wissenschaftler. Ich wusste nicht, dass Institutswissenschaftler desertieren können. Das ändert alles. Er könnte so manche Frage beantworten. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin, nicht einmal um sich zu verstecken. Warum? Was macht das leuchtende Meer so gefährlich? Sag doch schon der Name. Strahlung. Sie ist so stark, dass dort nichts überlebt. Nichts Angenehmes. Radioaktive Gefahren sind nichts Neues. Aber das leuchtende Meer tötet einen Menschen in wenigen Sekunden. Deshalb ergibt das keinen Sinn. Virgil flieht in diese Hölle? Allein die Strahlung dort. Darum ist er dort. Er möchte es dem Institut erschweren, ihm zu folgen. Das muss es sein. Er nutzt die Strahlung des leuchtenden Meeres als Schild oder Tarnung, um sie abzuschütteln und einen Vorteil zu erlangen. Wenn Virgil weiß, wie man dort überlebt, musst du das auch können, wenn du ihm folgen willst. Was kann ich gegen so hohe Strahlung ausrichten, Doktor? Es gibt chemische Mittel. Radix, Radaway. Du brauchst so viele, wie du tragen kannst. Vielleicht mehr. Ein Strahlenschutzanzug wäre toll, wenn du einen findest. Oder vielleicht so eine Powerrüstung. Das wäre perfekt. Okay. Na gut. Ich finde schon einen Weg durch die Strahlung. Keine Sorge. Viel Glück und pass auf dich auf. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Okay, er wartet oben. Na, mal sehen, was er mir noch zu sagen hat. Das leuchtende Meer. Finde Virgil im leuchtenden Meer. Schön. Sprechen wir erstmal mit Nick. Mal sehen, was der uns noch zu sagen hat. Hoppala. Oh, da liegt was. Chat. Nee, wollen wir nicht mitnehmen. Nick. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Was hast du gesagt? Was? Wovon redest du überhaupt? Oh, oh. Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Wir müssen zum leuchtenden Meer. Irgendwelche Ratschläge? Hm. Ich bin ein Synth, also ist Strahlung kein Problem für mich. Aber eine alte Powerrüstung könnte genau der Schutz sein, nach dem du suchst. Oder du deckst dich bei allen Chem-Händlern mit so viel Radex und Radaway ein, wie du finden kannst. Okay. Gehen wir, Nick. Das war ein ganz schöner Ritt. Mal sehen, wohin er uns als nächstes führt. Da. Also, raus hier. Hey Leute, kommt mal her. Lasst uns ein bisschen reden. Ein bisschen labern. Ich weiß, dass ihr alle euer eigenes Ding macht. Aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Hey Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meine Mädchen? Hab ich dich nicht letztens bei einem Date mit Morawski gesehen? Hä? Hätte er wohl gern. Okay, okay. Deine Ansprache. Thema ab. Wo war ich? Ah ja. Was wirklich wichtig ist, wir Freaks müssen zusammenhalten. Gut, gucken wir mal. Das leuchtende Meer. Wo ist denn das? Ganz hier drüben. Ich glaube, da leveln wir uns erst noch ein bisschen hoch, bevor wir zum leuchtenden Meer gehen. Und da würde ich sagen, gehen wir erstmal
das Ghoul-Problem bei County Crossing lösen bzw. das Starlight Drive-In säubern. Dort wimmelt's von Feinden. Ja, aber wenn wir dort noch eine Siedlung errichten können und dann besser dastehen, würde ich sagen, gucken wir uns das an. Auf zuvor gehen wir mal nach Sanctuary und schauen, ob wir dort irgendwo unseren Dogmeat wiederfinden. Beziehungsweise wir schauen mal, ob wir Mama Murphy noch irgendein Geheimnis entlocken können. Aber vorher machen wir noch ein kurzes Nickerchen. Lass mal sehen, ob Mama Murphy in ihrem Stuhl sitzt. Jawohl. 4 Stunden. Sollte reichen. Dass es uns wieder besser geht. Ah, ja, das tut gut. So. Pass auf dich auf, Schätzchen. Mama Murphy. Wir brauchen schwere Geschütze, wenn uns das dritte Auge weiterhelfen soll. Mit Buff-Out sollte es klappen. Also jetzt Buff-Out? Überrascht, dass ein gebrechliches Ding wie ich Muskelcamps will. Würdest du mir glauben, dass meine Arme früher dicker waren als deine beiden Fäuste nebeneinander? Tatsächlich meinem Raider den Kopf abgerissen. Heute bringt mir Buff-Out nicht mehr viel, außer dass es das dritte Auge öffnet. Na gut. Hier, sei vorsichtig damit. Wow, ich hab ganz vergessen, wie stark das Zeug ist. Okay, es geht los. Ich sehe dich, den mächtigen Jäger. Aber du jagst kein Tier, auch keinen Menschen. Etwas anderes. Vielleicht etwas, was mehr ist als ein Mensch. Aber was ist das? Ich sehe einen Mann in Weiß. Er steht über deiner Beute und er sagt etwas. Es ist schwer zu verstehen, aber ich versuche es, Kind. Er sagt... Z247 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Zeta53Kilo. Dann fällt er und bewegt sich nicht mehr. Oh Gott! Er tut mir leid, Kind. Oh, meine alte Pumpe hat gerade ein paar üble Sprünge gemacht. Alles gut. Muss mich nur mal ausruhen. Okay, und damit sind wir bei Level 16 angekommen. Manche Tage sind hart, aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Okay, also leveln wir mal hoch. Was machen wir diesmal? So, und jetzt... kann sich der Aktionspunkte 25% schneller regenerieren. Das ist gut. Das können wir gebrauchen. So. Hat er hier jetzt ein Brahmin ist, müsste der Händler doch hier irgendwo sein. Was? Gammelkala. Was willst du hier? Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Diamond City? Wo liegt das? Wegbeschreibung. War klar. Geh einfach Richtung Osten, bis du die Skyline siehst. Über den Fluss. Das große grüne Juwel findest du innerhalb der Stadtgrenze. Carla. Du schon wieder. Willst du handeln? Will mal sehen, was du für einen bist. Was für Sachen hast du denn? Von allem etwas. Du wirst staunen, was die Leute auf den Straßen alles zurücklassen. Man muss nur die Augen nach guten Dingen offen halten. Tja, ich habe einiges zu verkaufen, falls du Interesse hast. Klar, ich schau mal, was du hast. Ich habe von allem etwas. Ja, hast auch was Gescheites. Nee, mit Sternen praktisch nichts, nichts Besonderes. Waffen, Boxhandschuhe. Nö.
Ja, auch nichts. Und das brauchen wir alles nicht. Wie viele Hartlammern haben wir eigentlich jetzt? Okay, das reicht erstmal, hoffe ich. Gut, dann verlassen wir sie wieder. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. In der nächsten Folge schauen wir dann, ob wir den Minutemen noch ein bisschen helfen können. Und irgendwann machen wir uns dann auf den Weg ins Meer, ins glühende Meer, oder? Wie hieß das? Leuchtendes Meer. Gut, und dann suchen wir einen Virgil. Mit einer Powerrüstung wahrscheinlich. Und dann gibt es ja auch noch Auftrag für die stehende Bruderschaft zu erledigen. Also wir haben viel zu tun. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astronir.